So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wie ihr seht, ein Blackie erklärt. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das habe ich schon richtig lange nicht mehr gemacht und deswegen dachte ich, hey, wird nochmal Zeit. Und normalerweise zeige ich bei dem Blackie erklärt eher so mein Gesicht. Dieses Mal nicht, weil es geht nicht um mich oder um irgendwelche Dinge oder um eine einzige Karte, sondern ich werde euch heute eine ganze Menge zeigen. Deswegen hier diese Sicht hier runter. Denn, ihr seht es schon im Titel, es geht um Fakes und wie man Fakes erkennt. Die Leute, die jetzt auf meinem Channel noch nicht so neu sind, ich bin als Judge unterwegs, ich bin in einem Local Game Store unterwegs und wir bekommen haufenweise Sammlungen, wo auch eben Fakes zum Beispiel dabei sind. Ich habe mich schon immer sehr mit Fakes auseinandergesetzt, um die halt herauszufinden, wie man die erkennt und wie man eben damit umgeht und was man damit macht und Vorteile, Nachteile, bla bla bla. Da habe ich von Anfang an immer schon ein Auge für gehabt und mich dafür interessiert, deswegen bin ich da auch schon seit Jahren dabei und es sind immer wieder neuere Sachen rausgekommen. Dementsprechend will ich euch das alles mal zeigen. Ich will euch erstmal meine zwei Werkzeuge vorstellen, beziehungsweise mein Werkzeug und dann ein Werkzeug, was andere Leute benutzen, was mir persönlich nicht akkurat genug ist. Dementsprechend zeige ich euch jetzt erstmal das, was ich hauptsächlich nutze. Davon habe ich ein paar und auch unterschiedliche Stärken mittlerweile. Und ja, das ist diese wunderschöne Lupe. Hierbei geht es wirklich darum, dass man eben auf die Karte schauen kann und sehr, sehr nah reingucken kann. Die Lupe hat auch Licht, wenn ihr das mal seht. Hier, ich muss das mal, glaube ich, hier so gegenhalten. Da seht ihr den Lichtschein. Theoretisch hat es auch blaues Licht, aber ja, das ignorieren wir mal. Ich brauche im Endeffekt nur das weiße Licht dafür, für das, was ich vorhabe. Und ja, das ist das Tool, was ich am meisten benutze, neben meiner Erfahrung, meinen Augen, meinen Händen und eben dem, was ich fühle und sehe. Es gibt andere Leute, die benutzen diese Waage. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Das ist eine Feinwaage. Jetzt sagen bestimmt viele, Blackie, ich habe hier so eine Küchenwaage. Und dann sage ich, oh, meine Küchenwaage hat wenig Batterien. Und dann sage ich, okay, starte die doch mal, guck mal, wie schwer diese Karte ist und dann sagt ihr 2 Gramm und dann sage ich, ja, aber ich brauche eine Kommazahl und dann sagt ihr, Dementsprechend Feinwaagen sind hier eher das Mittel, wozu man greifen kann und sie sind gerade, wenn man schnell sein möchte und einen großen Stapel, eine große Bestellung durchgehen möchte und einfach nur bei Auffälligkeiten die Karten aussortiert und die sich dann genauer anschaut, ist das eine ganz nette Sache, das mache ich einfach nicht und dementsprechend, ich werde sie besprechen, ich werde euch erklären, wie man sie benutzt und so weiter und so fort. Allerdings, wie gesagt, ich persönlich nutze nur diese Lupentools, mein Handy und andere Lichtquellen und Zoomquellen. Dementsprechend ist das alles, was ich brauche. So, an dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Wichtig ist, nach diesem Video oder beim Checken von Fakes, panikt nicht. Unter keinen Umständen. Nicht alles ist gleich ein Fake. Es gibt Missprints, gerade bei alten Karten oder eben ganze Editionen, die einen Miss haben. Wenn man sich diese beiden Karten hier anschaut, sieht man ganz gut, der Wormwood Tree ist dunkler, der Scarewood Bandit ist heller. Der Treefolk hat hier so eine ganz weirde Farbe drin. Und ja, ihr seht auch hier das Summoning Treefolk. Das sieht super unsauber aus. Summoning Bandit sieht super fies aus. Das muss ein Fake sein. Oder das muss ein Fake sein. Das ist falsch. Es gibt The Dark Dark. Also The Dark Dark. Es gibt zum Beispiel auch eine wunderschöne 4. Edition Alternative und so weiter und so fort. Abweichungen sind vorhanden bis heute. Auch Farbunterschiede können eben passieren, wenn ihr zum Beispiel eine englische Karte aus einem Set Booster habt und eine deutsche Karte aus einem Draft Booster, weil die eine vielleicht in Amerika hergestellt wurde und die andere eben in Belgien. Und was ihr auf jeden Fall, wenn ihr Karten vergleicht, tun müsst, ist, vergleicht die gleichen Editionen. Ja, Karten haben einen gewissen wiederholbaren Wert und manche Dinge sind halt gleich. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die Farben vergleicht, das ist ein ganz anderes Set. Und auch die genaueren Sachen, wie zum Beispiel hier sind die Bäume ein bisschen weiter links, da müssen die das hier auch sein. Anderes Set funktioniert nicht. Hier hingegen sind die auch ein bisschen weiter links, hier nicht. Wie soll ich das anschätzen? Was soll ich damit tun? Und deswegen sage ich, panikt nicht, schaut euch die Karten in Ruhe an und schaut, ob ihr Auffälligkeiten findet. Und nur weil eine Sache vielleicht ein bisschen auffällig ist, heißt das noch lange nicht, dass die Karte ein Fake ist, sondern sie muss ein paar Kriterien eben nicht bestehen, damit sie ein Fake ist. Wenn ihr also ein Video über Missprints und ähnliches auch mal haben wollt, wo ich so ein bisschen was davon zeige und ein bisschen was erzähle und was ist eigentlich eine Miss-Cut-Karte und was ist nur eine Off-Center-Karte und so weiter, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich darüber noch ein Blackie erklärt machen, wenn ihr wollt. Ich habe hier was für euch vorbereitet. Ich habe ein
ganzen Stapel an verschiedenen Fakes mittlerweile gesammelt, aus verschiedenen Generationen, mit verschiedenen Qualitäten. Und ich mache das, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr lange. Und so ein paar, wie zum Beispiel Duels, kommen alle aus derselben, aus demselben. Aber die sind zum Beispiel, ich glaube, das sind die ältesten Proxys, die ich habe, also Fakes, die ich habe. Proxy-Fakes werde ich hier öfter mal sagen. Ich habe dazu schon einen Blackie-Talk gemacht mit Fakes und Proxys und so weiter. Den könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr da meine Meinung zu haben wollt. Und hier sieht man zum Beispiel den Kartenrücken, der im Vergleich zu einer echten Magic-Karte, da muss ich nicht viel zu sagen. Ihr seht auch, wenn ich so ein bisschen ins Licht halte, wie das eine hier das richtig hart glitzert und also wirklich glitzert hier und das hier nur so ein bisschen reflektiert. Die Haptik ist ganz anders. Die Karte hier kann ich biegen. Und wenn ich die Karte biege, habe ich zumindest so ein bisschen Widerstand. Und die Karte kann ich halt so biegen. Und die Karte geht direkt wieder normal. Die hier bleibt gebogen und so weiter. Das sind, glaube ich, die ältesten und schlechtesten Fakes, die ich habe. Weil Fakes sind im Normalfall nicht gut. Fakes sind immer wieder herauszufinden, was an ihnen nicht stimmt. Ein paar sind sogar richtig dreist. Also wenn ich mir zum Beispiel die History of Benelli angucke, die sogar eine Foil ist, die aber ein Fake ist, die ich erst nicht als Fake erkannt habe, die aber wirklich ein Fake ist, was ich sehr, 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 sehr krass finde. Ähnlich wie der Teferi Heroes, wo einfach der Rücken, ihr seht vielleicht, wenn ich ein bisschen reinzoome, so ein leichtes Schachmuster da drauf, das ist auch vom Rücken her nicht gut. Der Ugin ist richtig, richtig krass, bis man ihn umdreht und auch hier, wenn ihr die Oberfläche anguckt, die Oberfläche, ihr seht, dass auch hier dieses Schimmern drin hat, aber von vorne ist das ein ziemlich guter Foil-Ugin, den man zwar hier so ein bisschen spürt, aber grundsätzlich einfach eine verdammt krasse, gute Karte darstellt, weil es ist einfach ein Foil-Ugin, aber auch von der, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ihr hört, wie die Karte knackt und so weiter, auch das ist ein Fake, ähnlich Lion's Eye Diamond. Bei manchen habe ich hier noch mit draufgeschrieben, wo ich es jetzt selber teilweise nicht genau wusste, beziehungsweise wo ich es wusste, aber halt Angst hatte, dass ich sie irgendwie selber wegschaffe. Hier sieht man auch beim Lion's Eye Diamond, ihr seht diese glänzenden Oberflächen. Seht ihr das? Das ist meistens ein sehr guter Hinweis darauf. Und ja, sowas hier ist sowieso immer mehr wieder schlecht. Auch hier der Rücken viel zu matt, zu nicht kräftig genug und die Front. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist kein Magic-Symbol und ja. Und so geht das weiter. Dementsprechend werde ich da noch ein bisschen drauf eingehen und euch ein bisschen so die Unterschiede dann zeigen bei den einzelnen Tests. Aber damit ihr die Fakes schon mal gesehen habt und wie gesagt auch den Unterschied zwischen Misprints und Fakes kennt. Der anerkannteste und wichtigste Test, den wir haben, ist der Green Dot Test. Ich werde euch hier mal kurz ein Bild reinmachen, weil ich nicht genau weiß, wie gut ich das in der Kamera einfangen kann. Aber eine Magic-Karte mit einem normalen Magic-Rücken hat auf der Rückseite in dem grünen Punkt immer dieses rote L. Das sollte es immer haben und das wird man auch immer sehen. Ich kann mal gerade gucken, ob ich das hier irgendwie reinkriege. Da habt ihr zumindest den Green Dot und da müsstet ihr ein L drin sehen, weil das ist eine echte Karte aus... Ja, das sieht nicht aus wie eine echte Karte, aber gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine x-beliebige Karte nehme, nehme ich die hier und schaue mal, ob ich das reinkriege. Seht ihr, da ist ein pures Mischmasch an schwarzen, weißen und grünen Punkten, aber keine roten. Dementsprechend Green Dot Test auf jeden Fall failed. Wenn es nicht schon die Front weggibt mit der Haptik und was nicht alles. Es ist auch in Kamera immer ein bisschen schwieriger zu sehen, aber da können wir gleich noch ein bisschen auf was eingehen. Green Dot Test immer wichtig, weil es eben so ein bisschen den Kontrast des Weißes darstellt auf diesem grünen Punkt. Ist auch schon von ganz früher da. Und der Punkt ist halt, dass viele diesen Kartenrücken einfach scannen. Und ein Scanner geht auf diese kleinen Punkte, weil es sind halt nur diese vier, fünf kleinen einzelnen Dots. Nicht ein, sondern er scannt einfach die ganze Karte und sieht das einfach als einen weißen Fleck an und macht deswegen diese Dots nicht, sondern druckt das Weiße dorthin. Wizards hingegen hat eben eine wahrscheinlich ultra krass hochauflösende Rückseite von dieser Magic-Karte und hat eben dann hier eine weiße Stelle, die nicht bedruckt wird und dann eben mit diesem Kontrast reingedruckt werden muss. Dementsprechend hier Green Dot Test eine Erklärung, wie man eben nachschauen kann. Das müsst ihr auch nicht unbedingt mit so einer Lupe machen. Das könnt ihr auch mit eurem Handy machen. Das könnt ihr, wenn ihr ein gutes Handy habt, oder halt mit anderen Lupen, die halt hauptsächlich nur dort drauf mal schauen. Für den zweiten Test werde ich hier mal ganz kurz dunkel machen. Zumindest einigermaßen dunkel. Und das ist der Lichttest. Mit dem Lichttest könnt ihr auch relativ schnell Fakes erkennen oder halt auch Karten erkennen, wenn man einfach hingeht und zum Beispiel sein Handy nimmt. Ich nehme jetzt hier, das ist unsere echte Magic-Karte, auch wenn sie, wie gesagt,
gerade nicht so aussieht, lege sie hier drüber, über mein Handy, über die angeschaltete Lampe. Und im Normalfall, ihr könnt relativ gut durchsehen. Ich weiß nicht, wie man das genau sieht. Wahrscheinlich nicht so geil. Ich kann hier auch tatsächlich durchlesen ein bisschen. Aber ich sehe diese blaue Faserigkeit. Ich werde euch hier auch wieder ein Bild einblenden, weil manche Sachen man sieht man halt auf Kamera nicht so gut, aber man kann sie halt auf manchen Bildern halt ganz gut erkennen. Und hier ist eben dieses faserige Blau, sage ich mal, was da durchscheint. Und wenn man jetzt eine Fake-Karte dagegen hält, hey, ihr seht direkt, der Punkt ist nicht annähernd so Ding, der ist super hell. Gerade wenn ich das dann vergleiche und mal die zweite drüber lege, ihr seht, der ist sehr zentriert, relativ blau. Und hier haben wir eben dieses helle, weiße Durchscheinen. Und ja, ihr seht, super hell, kann ich auch weit davon weggehen. Und ihr seht, umso weiter ich davon weggehe, ich sehe die Liliana dadurch. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel hingehe und hier hingehe und ein bisschen weiter weggehe, ihr seht das, der Punkt bleibt gleich. Und auch so rum bleibt der sehr gleich. Wenn ich zu weit weg bin, dann ist es super schwierig. Aber ihr seht das Blaue. Ihr seht, wie es sich blau färbt. Das ist der Vorteil. Es gibt andere Fakes, wie zum Beispiel meine geliebten Stuff of Dominances, die eben, ja, also ihr könnt durch die komplette Karte durchgucken. Da ist nichts blau, da ist alles nur einlagig. Super schlechter Fake. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier diesen Fake nehme, ja, muss ich nicht viel zu sagen, kommt fast kein Licht durch, funktioniert halt nicht. Ein bisschen trickiger wird es bei den Foils, weil wenn ich mal eine Foil nehme, ja, ihr seht, sehr, sehr schwierig, aber ihr seht hier einen entscheidenden Faktor. Hier ist es sehr, sehr schwierig, dass da Licht durchkommt. Hier wird es heller. Hier seht ihr halt, das ist nicht durchgehend, es ist an verschiedenen Stellen verschieden lichtdurchlässig und das ist normalerweise nicht so. Ich hole mal eine normale Foil, in diesem Fall aus Modern Masters und ihr seht, es macht für Wizards, muss unsere echte Karte hier, so ziemlich keinen Unterschied, ob ich eine normale Karte nehme oder eine Vollkarte. Das haben die raus, das ist kein Problem. Und auch hier, das seht ihr, dass die Lampe leuchtet leicht bläulich. Hingegen hier seht ihr, die Lampe bleibt gelb. Das sind so kleine Indizien. Damit kann man mit dem Lichttest auch schon mal anfangen, kann dann eben weiter schauen, was die Karte sonst noch so hat. Den Lichttest bestehen nicht wirklich viele Proxys, aber manche bestehen den. Deswegen ist der nicht mehr so safe, wie der früher mal war, bei den damaligen Karten. Also wenn ich jetzt hier mal eine ältere Karte nehme und noch einmal den Lichttest drüber haue, seht ihr ja auch wunderschön. Es hat sich nichts geändert in den Jahren. Es ist immer noch gleich, es ist immer noch eine Originalkarte, immer noch Wunder. Wunderschön. Licht an. So, dann haben wir, wie gesagt, hier ist unsere echte Karte. Hier ist eine echte Karte. Der Rest sind Fakes. Ich werde mal ein bisschen kurz aufräumen und werde nur so ein paar Fakes hier liegen lassen. Gerade eben jene aus verschiedenen Generationen sind hier bei mir sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant eben zum Vergleichen. Manchmal reicht es auch einfach, eine Karte anzuschauen. Wenn ich mir diesen Slide damit angucke, sieht man direkt, es ist viel zu dunkel, es ist überhaupt nicht ansatzweise richtig. Dieses Lion's Eye Diamond ist da schon wesentlich besser. Hier ist es so, dass ich die Farben auf dem Rand noch nicht mal sehen kann. Ich kann hier nicht sehen, dass hier so kleine Dots drauf sind, die eben bei den Artefakten von damals drauf sind. Dafür muss man natürlich alte Karten kennen, dafür muss man alte Karten haben. Deshalb, wenn ihr eine Karte habt, kontrolliert die mit eurer eigenen Karte und schaut auch nach, wie das aussieht mit eben den Printings und ähnliches. Dann könnt ihr das besser vergleichen, gerade wenn ihr eine Karte habt. Die meisten Fakes sind unterwegs bei Leuten, die die Karte nur einmal haben und nicht wissen, dass es eine Fake ist. Weil, wenn ihr euch die Karten vor euch liegen habt, nehmt ihr wieder eure oder beziehungsweise meine geliebte Lupe oder euer Handy und könnt dann eben auf diese Karte etwas genauer schauen. Ich weiß nicht, wie weit ich eben es schaffe, das hier wieder in die Kamera zu bringen. Und ihr seht hier den Druck. Dieser Druck ist sehr, sehr, sehr fein mit sehr, sehr vielen kleinen Punkten. Eine normale Magic-Karte hat ein Mesh-Print. Selbst die neueren Karten, die eben hier in diese Richtung reingehen, hat ein Mesh-Print. Ihr seht das ganz, ganz krass. Die Buchstaben sind nicht anders gemesh-printet, sondern sie sind schwarz oben drüber gedruckt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel dieses Staff of Dominance nimmt und hier dieses A sich anschaut, sieht man, zumindest ich, ganz gut, dass dieses A mitgedruckt wurde. Das F auch. Daran sieht man eben, das wurde nicht drüber gedruckt, sondern wurde in einem Druckvorgang weggemacht. Bei dem Teferi sieht man ganz schön, es ist kein Mesh-Druck vorhanden. Eben genau diese Quadrate, die ich euch gerade eben eingeblendet habe, sind hier nicht vorhanden. Hier sind nur so kleine Punkte. Deshalb ist das auch ziemlich schlecht. Und auch hier wieder Green Dot, easy. Hat man zwei Punkte,
kann beides nicht sein, ist beides, fühlt sich komisch an, knickt auch sehr komisch. Wenn ich hier mal eine normale Magic Card nehme, die hat so ein wabbelndes, tiefes Geräusch, das hat eher so ein Knackgeräusch. Zack, Karte, Fake. So, einfach erkannt, weitergespielt. Dieses Rosette-Pattern, wie es im Englischen heißt, wie sie es auf ihrer englischen Seite beschreiben, ist halt etwas sehr Einzigartiges, was ganz viele Drucker gar nicht mehr machen oder nachdrucken können, was eben Kata Mundi perfektioniert hat. Dementsprechend ist es sehr, sehr, sehr schwierig, da solide schwarze Blöcke drauf zu setzen, können die asiatischen Mastdrucker meistens weniger. Ähnlich ist es so, dass die Linien bei Fake-Karten meistens etwas schlechter sind. Wenn wir jetzt hier einfach mal uns anschauen, wie unglaublich gerade hier alles ist und ihr seht jede einzelne Linie, seht ihr sehr, sehr sauber, ohne irgendwelche Probleme. Und wenn ich dann, nehmen wir mal den hier, nehme, seht ihr, wenn ich Glück habe, wie unsauber diese Ränder sind und wie unschön das Ganze ist. Und die sind einfach nicht so sauber gedruckt wie richtige Magic-Karten. Auch hier wieder nehme ich gern mein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Edition hat einen Run an Fehldrucken, wenn ich hier dann zum Beispiel reingehe in den Namen, das sieht natürlich auch nicht so schön aus und lässt ein bisschen was vermuten, aber dann schaue ich nach und sehe, The Dark hat das öfter und ich sehe, dieses W ist öfter so in dieser Richtung und es ist ein Druckfehler. Zack, keine Fake. Green Dot Test bestanden, Lichttest bestanden. Warum soll es eine Fake sein? Ein paar Sachen nochmal als weise Worte, die ich immer wieder markiere, so als Übergänge zwischen den einzelnen Aspekten. Nur weil eine Karte nicht teuer ist, heißt das nicht, dass sie nicht gefälscht werden kann. Ihr seht History of Benalia in Foil als gefälschte Karte. Sehr, sehr krass. Staff of Domination war eine Zeit lang richtig teuer und wurde dann richtig billig und trotzdem gibt es Fakes davon, damals schon. Und ich habe Fakes gesehen von Cummins, die noch nicht mal Play gesehen haben, weil die Leute, die diese Fakes erstellen, einfach teilweise auch keine Ahnung haben, was sie da einfach erstellen und einfach nur random Bilder kopieren, die drucken und hoffen, dass irgendjemand die kauft und einfach, dass sie ein bisschen Geld damit verdienen. Das ist halt sehr, 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 sehr unschön. Früher konnte man eine Zeit lang relativ cool auch damit umgehen und konnte hier eben seitlich auf die Karte schauen. Das werde ich wahrscheinlich nicht in die Kamera bekommen. Und konnte wunderschön sehen, wie eben dieses Black Core Paper, auf dem Magic gedruckt ist, beziehungsweise Blue Core Paper, eben auch seitlich sichtbar ist. Das heißt, ihr habt ein Blatt Papier, beziehungsweise Pappe als Print, dann habt ihr Pappe, dann habt ihr einen blauen Core, dann habt ihr Pappe und dann habt ihr wieder einen Print. Was einfach dazu geführt hat, dass es viele Faker gab, gerade zu der Anfangszeit, die das eben nicht hatten, wo man einfach auf die Seite geschaut und gesehen hat, hey, ich sehe da gar keine blaue Linie. Das ist der Good Old Reißtest, wenn ich mal eine Magic-Karte nehme und eben sage, hey, das ist eine Magic-Karte, das ist eine echte Magic-Karte. Hier, ich zerreiße die jetzt. Guckt mal hier. Seht ihr diesen blauen Rand? Das ist Original Magic. Wenn ich das mit einem Fake mache, wir nehmen den zweiten Staff of Dominance, davon habe ich zwei, und reiße den durch, seht ihr, hier bleibt alles weiß, da ist kein Blue Core drin. Das ist aber keine Methode, um herauszufinden, ob eure Karte echt war, weil am Ende war sie echt. Und ja, dann habt ihr Schrott. Dementsprechend ist das keine Methode mehr. Wie gesagt, man konnte es an der Seite auch ein bisschen sehen. Ja, mittlerweile sind aber auch ein paar der Fake-Karten, wie zum Beispiel dieses Lion's Eye Diamond, hat eben auch diesen Blue Core, beziehungsweise Black Core. Und das ist halt rausgekommen mittlerweile, dass das Papier auch ein bisschen intern verscheuert wurde. Und dementsprechend war doof, ist keine Mechanik mehr. Bitte reißt eure Karten nicht durch. Und vor allem nicht, wenn sie euch nicht gehören. Kommen wir zum nächsten Faktor, der auch ein sehr wichtiger Faktor meiner Meinung nach ist. Und das ist das Set-Symbol. Wenn ich mir das Set-Symbol anschaue und ich sehe, wie hier, es ist ein Mashdruck, ähnlich wie die Titel bzw. die Namen der Karten oder auch die Texte, muss ich einfach sagen, das ist halt einfach dann ein Fake. Hier ist es nämlich auch so, dass ähnlich wie bei den Titeln oder den Texten, dieses sehr sauber aufgedruckt ist. Dementsprechend auch hier seid vorsichtig und schaut nach. Das ist wirklich ein richtig tiefes Schwarz und nicht dieses gepunktete Mashdruck, was sonst auf der Karte drauf ist. Gucken wir uns die Kartenrücken an. Es ist tatsächlich so, dass Kartenrücken eine minimale Änderung erfahren haben. Und zwar gab es Alpha-Kartenrücken, die eben auf den Corners ein bisschen mehr hatten, weil die sehr runde Corner hatten und Karten auch sehr, sehr rund waren. Alpha-Karten waren rund. Bitte, bitte, bitte macht die nicht kaputt, weil ihr denkt, sie sind fake. Deswegen guckt euch die Corner an, guckt euch den Rücken an. Es ist ein bisschen was unterschiedlich. Aber ansonsten auch hier, Rücken sind ebenfalls sehr, sehr einfach zu erkennen. Original Magic Karte fake. Mische ich mal so ein bisschen durch. Original Magic Karte fake. Gerade die Rücken sind so oft so alles aussagend. Gut, hier steht halt fake drauf.
Aber ihr seht es selbst, wenn ich es draufhalte. Es ist viel zu dunkel im Vergleich zu dem, gerade hier auch das. Hier könnt ihr auch diese lila-blaue Linie euch angucken. Die sind hier bei ganz vielen einfach viel zu dunkel und haben auch dann viel zu kräftige Farben. Dementsprechend oder zu blasse Farben oder zu orangene Farben oder zu gelbe. Hier ist, glaube ich, ziemlich gelb und ziemlich verblasst. Da muss man einfach nichts zu sagen. Die Rücken kriegen sie einfach nicht hin. Das ist noch der beste Indiz, den ich einfach so im ersten Blick sehe. So, okay, bevor ich so ein Ding auf die Waage lege, gucke ich mir einfach kurz den Rücken an und denke mir, ja, sieht aus wie eine Magic-Karte. Wenn ich aber dann auf einmal sowas sehe oder sowas sehe, schreien halt alle Alarmglocken so. Okay, das ist vielleicht keine echte Magic-Karte. Kommen wir zum Gewicht. Ganz kurz gemacht. Eine Magic-Karte ist ungefähr 1,72 bis 1,74 Gramm schwer. Zumindest die normalen. Die Rares mit dem Holostamps sind ein bisschen schwerer. Die sind meistens so bis zu 1,78 Gramm schwer. Deswegen sagte ich, so eine Waage bringt euch halt genau gar nichts, weil sie zeigt euch 0,12 an. Aber ihr braucht eben auch diese Kommazahlen. Und im Durchschnitt ist es tatsächlich so, also diese Karte habe ich vorher gewogen. Die Karte wiegt halt 1,3 Gramm, was viel zu wenig ist. Und tatsächlich die Lilly und der Ugin und auch die Historia wiegen allesamt wesentlich mehr. Ich glaube, der Ugin ist sogar bei 2,2 oder so, also richtig schwer. Die ist bei 1,9 und die ist bei 1,85 oder so. Also alles über dem 1,78, was sie maximal haben darf. Wie gesagt, hier Foils muss man ein bisschen mehr betrachten und es ist tatsächlich auch so, dass eine Varianz in diesem Gewicht ist, weil eine Karte kann sich eben mit Wasser vollziehen. Dann fängt sie an zu curlen. Sogar hier dieser Fake Benaria, Historia von Benaria, fängt an sich zu curlen. Das bedeutet, sie hat Wasser gezogen. Und ja, wie gesagt, voll, non-voll. Welche Luftfeuchtigkeit ist vorhanden? Wie ist die Karte vielleicht bespielt? Ist sie dreckig? Liegt vielleicht Staub drauf? Ist Dreck drauf auf der Karte? All das sind Faktoren, die eben beim Gewicht mitspielen. Und natürlich, wie gesagt, gerade für Masseneinkäufe, wenn man halt so sagt, okay, ich gucke einfach gerade drüber, so 1,7, 1,7, 1,7. Und sobald es dann 1,8 oder 1,6 ist, gucke ich mir die Karte mal genauer an. Ist das ganz nett, aber nur daran herauszufinden, ob eine Karte echt oder fake ist, würde ich nicht tun und wie gesagt, ich finde einfach, das ist nicht wirklich das, woran man das messen kann. Viele Leute schwören drauf. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich greife lieber zur Lupe und vertraue meinen Händen, meinen Augen und dem, was ich sehe und fühle. Weil ich habe auch schon Leute erlebt, Entschuldigung, dass ich dich gerade rausnehmen muss, die eine Karte dann auf eine Waage geschmissen haben und gesagt haben, oh, die ist aber komisch. Und dann festgestellt haben, dass ihr Fake von einer New Border Rare-Karte keinen von diesen Holostamps hatte. Was einem eigentlich direkt auffallen müsste, wenn man die Karte anschaut. War nicht so, weil man hat sich einfach auf die Waage verlassen. Oh mein Gott, man muss mal gucken. Okay, passt ungefähr. Ah nee, ist ein bisschen zu schwer. Gucke ich mir die Karten mal an, was ist denn damit? Und dann realisiert man erst, da fehlt ein Holostamp. Deswegen nicht Waage, auch wenn das für faule Menschen ganz geil ist. Guckt euch lieber, wie gesagt, die Karte richtig an. Genau, wenn wir bei diesem Holostamp mal sind, würde ich euch eine Kleinigkeit mal zeigen. Und zwar sind diese Holostamps etwas, was eben die Sicherheit dieser Magic-Karten erhöhen sollte. Und das tun die auch ziemlich, ziemlich gut. Weil, was ihr damit erstmal tun könnt, ihr könnt es immer drüber fühlen, ob dieser Holostamp, das kann ich euch im Video jetzt halt nur zeigen, dass ich mit dem Finger darüber gehe, aber man spürt hier eindeutig die Hübbel, dass diese Holostamps eben auf diese Karte oben drauf gesetzt sind oder halt richtig fake sind, sondern einfach nur aufgedruckt sind. Bei einer normalen Karte sind sie ja ein bisschen in der Karte mit drinnen. Hier ist zum Beispiel der Faktor, diese Dinger sind dafür da. Sie haben einen kleinen Trick, wenn ihr die haltet und ihr dreht sie im Licht, ändert sich dieses Planeswalker-Symbol, was da drin ist, zu einem Mana-Symbol. Manchmal ein blaues, manchmal ein schwarzes, manchmal ein rotes, je nachdem, auf welchem Band ihr das gerade bekommt. Welches Stamp ihr vom Band bekommt. Die Fakes tun das nicht. Oftmals haben die Fakes auch nur einen puren Silberfaktor, wo dann einfach nur Silber da ist. Ich glaube beim Ugin, hier seht ihr auf jeden Fall, haben sie zumindest diese Planeswalker-Sachen reingedruckt. Hier spüre ich aber tatsächlich, dass diese Karte viel zu tief an dieser Stelle ist und dieser Stamp halt da richtig reingeklebt wurde. Dieser Stamp ist schon sehr, sehr, sehr gut. Gerade wenn man weiß, dass man diesen eben im Licht leicht schief halten kann und dann eben drehen kann, um dort dann ein Magic-Symbol zu ersehen. Klappt nicht immer. Man muss manchmal hier so ein bisschen links und rechts gucken. Manchmal sieht man dann eben dieses Magic-Symbol da drauf, dieses Mana-Symbol. Und das ist schon sehr, sehr cool,
was halt auch nicht viele Leute wissen und was auch viele von den Fakern gar nicht hinbekommen, so in dieser Qualität und dieser krassen Sache. Dementsprechend sind da oftmals einfach nur die Pommesgabeln von Magic drauf, wenn überhaupt. Und wenn ihr sie dreht, wie zum Beispiel bei dem Ugin, passiert einfach gar nichts und es bleibt einfach die Pommesgabel. Dementsprechend auch das ist sehr, sehr gut, auch wenn ich diese Dots echt hässlich finde. Für die Sicherheit sind sie tatsächlich gut. Nochmal zum Erwähnen, wie gesagt, auch Foils können Fakes sein. Gucken wir uns nochmal an, was man sonst noch so mit den Karten machen kann. Wie gesagt, ihr könnt sie A zerreißen. Würde ich nicht recommenden, weil ist einfach kacke. Eine Karte zu zerreißen macht halt keinen Spaß, weder euch noch den anderen. Also mir persönlich schon, aber das bin halt ich. Und ich weiß gar nicht, ich gucke es jetzt gerade live im Test. Okay, Token haben keinen von diesen Layern. Schade. Interessant zu wissen. Auf jeden Fall ist es so, dass man das nicht tun sollte, um herauszufinden, ob eine Karte echt ist. Es gibt noch weitere Tests, die man nicht tun sollte, die früher tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht wurden. Deswegen, wenn eure Karte davon irgendwas abbekommen hat, gut, das hier sieht man, aber wenn eure Karte davon was abbekommen hat, wisst ihr, die wurde schon mit so einem dämlichen Test getestet. Ich stecke jetzt hier dieses Warnungsschild hin, das gehört da unten in die Ecke und es bleibt da, please don't do it. Das erste ist der Bend-Test. Der Bend-Test ist das, was ich gerade eben schon gezeigt habe. Wir nehmen eine Karte, einen Fake, ich tue den mal hier endlich mal aus, ne? Ist ja Inner Sleeve befreien, ist ja grausam. Und dann nehme ich die Karte und drücke diese Kanten hier zusammen, so. Und wenn diese Karte zurückspringt in ihre ursprüngliche Form, dann ist es eine Original-Magic-Karte. Nehmen wir mal wieder eine Original-Magic-Karte. Und ja, ich weiß, das Video heute ist nichts für schwache Gemüter. Nehmen wir diesen Domri's Ambush. Mit dem mache ich das jetzt auch und setze den hin und warte. Im Normalfall ist es tatsächlich so, dass über Nacht diese Karte dürfte sich ganz langsam wieder gerade ziehen, diese dürfte gebogen bleiben. Sie trägt trotzdem Schäden davon, gerade wenn man dann ein bisschen die Finger zu weit vorne hat oder ein bisschen zu weit anders macht, zack, hat man da Schäden drin. Ziemlich, ziemlich scheiße. Macht das nicht mit euren Karten. Ich kenne Personen, die das mit vielen Karten gemacht haben. Macht das nicht. Das ist, ja, es zeigt an, dass die Qualität dieses Papiers gut ist und dass ich das gerade ziehen kann. Und eine Magic-Karte kann das auch ab. Für die Leute, die denken, das hier passiert beim Riffle-Shuffeln, das passiert nicht beim Riffle-Shuffeln. Ihr solltet besser Karten lernen, was die Karten aushalten. Weil das muss eine Karte laut offizieller Magic-Seite aushalten. Ich würde halt bei der Qualität der neueren Karten nicht mehr drauf wetten, ehrlich gesagt. Also vielleicht mit Duels oder mit solchen Karten könnte man das vielleicht noch machen. Ich will es halt nicht tun. Aber die würden sich wahrscheinlich eher noch zurückbinden als hier das. Hier wird ein kleiner Rest bleiben. Die wird einfach geknickt bleiben. Tun wir die mal auf Seite, damit ich die morgen früh hier auf der Fensterbank fotografieren kann. Hoho. Ja, dann gibt es eine Möglichkeit, eine Magic-Karte zu testen, die einfach dämlich ist. Aber auch die kann eure Karte zerstören. Also tut es bitte nicht. Man nehme diesen Schwamm, der nass ist. Man nehme die Magic-Karte und streiche ein wenig Wasser über sie, um herauszufinden, ob die Farbe abgeht. Nein, tut sie nicht. Man nehme den Fake, lege ihn über die Magic-Karte und streiche ein wenig mit der Magic-Karte. Und schon seht ihr, hier ist schon was abgegangen. Das Wasser saugt sich in der Karte fest. Die Farbe ist ein bisschen schon am Runtergehen. Ich spüre das an meinem Finger. Seht ihr das an meinem Finger? Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich seht an meinem Finger, aber ich kann die Farbe mit dem Wasser abreiben. Sehr, sehr ungeil. Hier bleibt die Farbe komplett drauf. Ich kann sie auch nicht abreiben an der normalen Magic-Karte. Mit einfachen Wassertropfen geht das nicht. Ihr habt vielleicht schon mal gesehen, wenn eine Magic-Karte eine Waschmaschine überlebt hat, also überlebt in Anführungsstrichen, das Papier unten drunter ist halt kacke, aber die Farbe obendrauf ist immer noch da. Das passiert bei Fakes nicht. Und das Letzte, was ich euch mitteilen möchte, so als kleinen noch oben Bonus obendrauf, auch eine Sache, die viele Leute machen, ist das sogenannte Rebacking. Hierbei ist es so, dass eine Karte genommen wird, die vorne her halt einfach eine Fake ist, oder eben eine von diesen Old Border Karten, die eben mit einem goldenen Rücken versehen sind und auch Black Lotus und so weiter sein können. Und man nehme dann ein scharfes Skalpell, nehme die Karte, trenne sie hier, die Karte ist immer noch nass, trenne sie hier einfach auf, nehme den letzten Rücken, den goldenen Rücken ab, nehme eine echte Magic-Karte und klebe den richtigen Rücken drauf. Dabei ist es dann so, dass eben der Green Dot Test bestanden wird, die Haptik ist gleich, beide Seiten fühlen sich sehr, sehr gut an, weil es sind beide Seiten echte Magic-Karten. Meistens failt dann entweder der Lichttest
Oder wenn ihr auf die Seite schaut, seht ihr normalerweise dann die Klebereste und so einen ähnlichen Quatsch. Ebenfalls sind die Kanten oftmals einfach nicht so schön sauber wie bei einer echten Magic-Karte. Dieses Rebacken müsst ihr aufpassen, also nicht nur den Green Dot-Test machen, sondern vielleicht auch mal ganz kurz die Lampe so ein bisschen drunter halten. Das sind so die zwei Sachen, die ich halt euch empfehle, so als erstes zu machen, wenn ihr was seht. Übrigens sind diese Rebacks einer der Gründe, warum man den Bend-Test früher gemacht hat, weil diese Rebacks bei dem Bend-Test damals gebrochen sind meistens. Ja, einmal zusammenfassend, wie gesagt, checkt eure Karten, panikt nicht, schaut euch wirklich an, welche Sachen man anschauen kann. Ihr könnt die Karten wiegen, ihr müsst sie nicht wiegen, ihr könnt die Karten euch genauer anschauen mit Lupen und Licht und ähnlichem und früher oder später entwickelt ihr auch einfach eine Haptik, ein Gefühl darüber, wie sich eine Karte anfühlt. Wenn ihr die Oberfläche einer Karte anschaut, wenn ihr den Druck anschaut, vergleicht sie bitte, bitte, bitte mit einer anderen Karte, die mindestens aus demselben Set ist. Am besten habt ihr die Karte nochmal, um sie zu vergleichen, aber nutzt mindestens das nächste Set und informiert euch auch ganz, ganz kurz, ob eben zum Beispiel ein Set einen Dark Print hatte oder eben nicht. Es gibt zum Beispiel auch in Kaltheim eins der neueren Sets in den japanischen Set-Boostern, also den englischen Setboostern, die in Japan gedruckt wurden. Eine sehr interessante Sache, wenn man sie auf die Seite legt, ihr legt hier mal ein Bild von mir eingeblendet. Ganz, ganz, ganz grausam sieht das aus und es sieht aus wie Fake und oh mein Gott, was haben sie da gemacht? Es sind einfach nur in Japan gedruckte Black Core Karten. Es gibt eben Blue Core und Black Core. In dem Fall ist es hier ein Black Core. Blue Core Karten sehen dann eben hier mit diesem blauen Core aus. Normale Fakes und Tokens offensichtlich haben, wie gesagt, kein Blue Core oder ähnliches. Den könnt ihr auch von der Seite aus nicht sehen. Zerreißt die Karten nicht. Macht bitte nichts mit diesen Karten, was diese Karten zerstören könnte. Wenn ihr eine echte Karte in der Hand habt, zerstört ihr sie damit. Nutzt eben genau das Wissen, was ihr jetzt erfahren habt mit Licht, Green Dot und eben anderen Sachen, die eben herausstechen können, wie der Kartenrücken und ähnliches. Von mir aus, wie gesagt, wiegt die Karte und schaut dann nochmal nach, ob die Karte echt ist oder nicht. Wenn ihr viel zu lange suchen müsst, um irgendwo einen Hinweis zu finden, dass die Karte gefaked ist, ist sie vermutlich nicht gefaked. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Fakes sind offensichtlich. Wenn man sie einmal in der Hand hatte, wenn man die Originalkarte kennt, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist man sehr, sehr, sehr schnell darin, Fakes zu erkennen. Und eben zu sehen, hey, das ist ein Fake. Und wenn man eben 20 Minuten lang nach irgendeinem Hinweis sucht und man sucht, okay, warte, hier ist so ein bisschen was komisch, aber der Rest ist voll okay. Im Normalfall ist es dann kein Fake. Seid da nicht am Paniken. Fakes sind seltener, als ihr denkt. Nehmt es aber auch nicht auf die leichte Schulter, weil Fakes sind dann doch häufiger, als sie sein müssten. Wie gesagt, ich rede hier von Fakes, Edelproxys, wie auch immer man sie nennen möchte und dementsprechend hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Ich mache hier mal einen ganz, ganz kurzen Cut am Ende noch rein und zeige euch nochmal, wie das am nächsten Tag mit den beiden Karten aussah. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Blackseed. Ciao, ciao. So, wir haben den nächsten Morgen. Guten Morgen an alle. Trinkt bitte euren Kaffee. Ich hatte noch keinen und ich muss gleich auf die Arbeit. Das ist der Fake von gestern. Der ist immer noch geknickt und ich kann ihn immer noch gerade drücken. Und das hier ist unser guter Domirade Ambush. Der hat immer noch einen leichten Knick drin. Aber ihr habt gerade eben gesehen, das hier war viel, viel krasser. Er hat immer noch einen leichten Knick drin und ihr seht auch dieses Mal sehr, sehr schön, gerade wenn ich ihn in die andere Richtung biege, seht ihr dieses Mark hier. Oh, Mark. Und auch hier hat er diesen kleinen Knick. Das passiert beim Bend-Test. Deswegen sind das Bend-Test-Marks. Das haben gerade die neueren Karten fast alle, wenn ihr sie Bend-testet. Diese Sachen hier waren vorher nicht. Diese Karte kam frisch aus dem Booster, was ich aufgemacht habe. Spoiler, Spoiler. Das passiert mit den Karten. Das können die nicht ab. Deswegen der Bend-Test ist kein guter Test. Macht das nicht. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.